Borussia Dortmund hat in den letzten Jahrzehnten unglaublich viele junge, talentierte Spieler für Unsummen an Geld verkauft. Ousmane Dembélé, Jadon Sancho, Erling Haaland, Jude Bellingham, alles Namen, die Dortmund für geringes Geld geholt hat und für knapp bzw. über 100 Millionen verkauft hat. Und der nächste dieser 100 Millionen Abgänge ist schon in der Pipeline, und zwar Julien Duranville. Der Junge ist 2006er Jahrgang und hat in dieser Länderspielpause zum ersten Mal für Belgien gespielt. Und das, obwohl er nicht mal Stammspieler beim BVB ist. Ich meine, jeder, der sein Debüt damals beim BVB gegen Mainz im entscheidenden Meisterschaftsspiel gesehen hat, der wird wissen, wovon ich rede. Ein unglaublich guter Flügelspieler, stark im Dribbling, extrem schnell und unglaublich gut in 1 gegen 1 Situationen. Und das ist eigentlich genau das, was dem BVB fehlt. Denn wenn wir ehrlich sind, Adeyemi und Malen sind keine richtigen Flügelspieler. Deswegen sind sie in den letzten Jahren auch einfach nie so wirklich übertrieben eingeschlagen. Malen wurde als Stürmer geholt und irgendwie zum Flügelspieler umprogrammiert. Und genau das gleiche bei Karim Adeyemi. Der war bei Salzburg nur zweiter Stürmer immer und musste dann eben auf die Flügel ausweichen, genauso wie Malen. Und deswegen sind die einfach noch nicht so explodiert. Aber Duranville und auch beispielsweise Gittens sind reine Flügelspieler und funktionieren einfach auf den Flügeln deutlich besser. Aber Duranville ist nicht nur ein waschechter Flügelspieler, er ist auch noch mittlerweile der schnellste Spieler bei Borussia Dortmund. Aber die große Frage ist natürlich, warum hat Duranville jetzt in den anderthalb Jahren, bei dem er bei Dortmund war, so selten gespielt? Und viele wissen, er war unglaublich oft verletzt. Und das ist natürlich eine große, große Red Flag, gerade in diesem jungen Alter. Ich meine, er ist 6er Jahrgang. Wir gucken mal kurz bei Transfermarkt rein und wir sehen hier einige Muskelverletzungen, die ihn wirklich über mehrere hundert Tage ausgefallen lassen. Alleine hier Muskelverletzung 65 Tage. Muskelverletzung 133 Tage, Muskelteilabriss 164 Tage. Und wenn man das sieht, dann lässt sich natürlich sehr leicht zu sagen, er wird sich niemals zu diesem ganz, ganz krassen Spiel entwickeln. Aber was zu diesen Verletzungen dazugehört, beziehungsweise was sie höchstwahrscheinlich verursacht hat, ist ja ein enormer Wachstumsschub im letzten Jahr. Duranville ist seit seiner Ankunft beim BVB um über 5 cm gewachsen und das resultiert im Profisport ziemlich, ziemlich oft mit Verletzungen. Er ist wahrscheinlich gerade erst überhaupt in seinen wirklichen Körper reingewachsen und spielt ja jetzt schon auf Profiniveau so überragend. Und er ist vor allem nicht nur größer geworden, sondern auch nochmal deutlich schneller. Im Training wurde er mittlerweile mit knapp 36 km/h gemessen. Das ist schneller als der schnellste Spieler bei Borussia Dortmund. Mit Karim Adeyemi. Und Karim Adeyemi ist der schnellste Spieler, den ich kenne. Das ist seine größte Stärke. Das heißt, Duranville ist sogar schneller als Adeyemi, technisch besser als Adeyemi, ein besserer Dribbler als Adeyemi, ein waschechter Flügelspieler. Also in dieser Saison hat Nuri Sahin eigentlich keinen einzigen Grund, ihn noch weiter auf der Bank sitzen zu lassen. Und lasst mich eins sagen, eine Flügelzange aus Duranville, Malen bzw. Gittens wird die Bundesliga wirklich im Sturm angreifen. Wenn dann noch Guirassy im Sturmzentrum die Bälle festmacht und auf außen verteilt, dann gute Nacht an Bundesliga verteilt. In der bisherigen Saison ist Duranville zumindest in der Bundesliga noch nicht zum Einsatz gekommen, aber gerade hinten raus, wenn dann noch die neue Champions League Reform mit deutlich mehr Spielen oder auch der Club-WM greift, dann wird wahrscheinlich deutlich mehr rotiert werden beim BVB und diese Saison, sage ich, wird Duranvilles absolute Breakout ziehen. Und ich sag mal so, wer gegen Frankreichs Nationalmannschaft schon 7 Minuten Einsatzzeit bekommt, der kann auch mal in der Bundesliga gegen irgendwelche Vereine wie Holstein Kiel gerne mal 45 Minuten. Vor allem, der spielt jetzt schon gegen Frankreich und ist 2,6er Jahrgang, wie gesagt. Der wird erst nächsten Sommer 19. Nächste Saison erst! Es ist leider nicht öffentlich bekannt, wie lange überhaupt der Vertrag von Duranville geht. Aber ich denke mal, in den letzten Monaten hat sich schon angebahnt, dass der Vertrag verlängert werden soll. Und ich denke mal, Duranville wird auch bei Borussia Dortmund verlängern und nicht irgendwo anders hingehen, denn die Perspektive von dem Jungen ist wirklich Sky is the limit. Also wir sprechen hier eigentlich von einem Jadon Sancho 2.0, nur dass er halt nicht so kreativ ist wie Jadon Sancho, sondern einfach unglaublich schnell und explosiv ist. Also eigentlich ist er die Flügelspielerversion von Karim Adeyemi. In noch schneller und noch jünger. Sein aktueller Marktwert liegt bei 8,5 Millionen. Das ist der Preis, für den Dortmund ihn vor anderthalb Jahren noch ungefähr geholt hat. Aber ich denke mal, der wird sich noch mal ein bisschen nach den Länderspielen anpassen. Und nach einer guten Saison beim BVB wird das Ding vielleicht auch noch mal ganz schnell nach oben schießen. Also wenn wir hier
von einer 15-20-Scorer-Saison in ein bis zwei Jahren reden, kann der Marktwert auch mal schnell bei 50 Millionen liegen. Und wenn der Vertrag eben noch bald verlängert wird, dann geht es ganz, ganz schnell bei dem Jungen. Und da ist die 100-Millionen-Marke wirklich nicht weit entfernt. Schreibt mir gerne eure Meinung zu Duran Will in die Kommentare. Was wird denn diese Saison vielleicht noch realistisch erreichen? Was kann er auf die nächsten Jahre bei Borussia Dortmund erreichen? Und wie viel Kohle kann Borussia Dortmund vielleicht in Zukunft mit ihm machen? Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und an der Stelle würde ich dann sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.